Gehen wir mal hier rein. Hallo? Schauen wir doch mal, was hier los ist. Ich vergesse immer, solche Markierungen zu setzen. Dann renne ich hier mal rum wie so ein Dödel. Was ist das denn hier? Moment, wir brauchen mal Licht. Dann hier für einen Geheimgang. Aha, Rundkurs und so. Hockenheimring-mäßig. Hoppla. Jetzt will ich gerade mal meinen Timer hier neu stellen. Hau wieder alles für Kohle raus. Gut, Kohle kann man natürlich auch super gebrauchen. Also jetzt reicht es mir aber hier. Bevor ich hier noch krepiere. Hier noch Lämpsche hin. Ach, das ist ja eine Sackgasse hier. Wir enden also in popligem Eisen. Und auch noch zwei Dinge. Dann nehme ich ja sogar glatt die Fackel mit. Da bin ich jetzt auch zu geizig für, ne? Obwohl ja hier wieder so ganz tückisches Erdvorkommen ist, wo sich natürlich wieder irgendwas verbergen kann. Da schauen wir doch mal eben nach. Da schau her. Ist aber auch nur ein bisschen Eisen. Ist jetzt kein Diamant oder so, aber wir sind noch nicht tief genug für Diamant. Schätze ich mal grob. So, dann jumpen wir hier wieder rauf. Schwert in Hand. Ja, ich bin geizig, hier war ja nicht viel. Zurück hier. Das ist ja eine Niemandshöhle sozusagen. Die machen wir einfach zu. Warum ist da eigentlich noch hell? Ah. Da ist immer noch hell. Ah, leck mich doch am Arsch. So. Wir machen das hier einfach mal zu. Und schauen mal hier weiter. Die eine lassen wir jetzt hängen. Von wo bin ich denn jetzt gekommen überhaupt schon wieder? Ah! Hier, glaube ich. Was ist da gelaufen? Ich habe es genau gesehen. Oh, da knurrt mich die Wand an, habt ihr das gehört? Ja, sicher, sicher. Sicher, Rudolf. Sind gleich bei dir. Aha. Ein spannender Rundkurs. Oh, wir lassen uns einfach mal treiben. In den Tod, liebe Kinder. Das ist ja meine Spezialität, einfach mal losrennen, wie so ein potenzieller Amokläufer. Mal schauen, was passiert. Jetzt sammeln wir halt ein bisschen Kohle ein. La 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 la. Oho. Tja, nicht da gerade so spannend jetzt hier. Wir farmen halt ein bisschen was an Eisen ab. Hey. So, Ruhe damit. Wir fahren ein bisschen. Was war das? Wir fahren ein bisschen Eisen ab. Ach, Wasser ist auch furchtbar. Wenn das einmal so wieder so eine Hürde hat, also irgendwo runterfließt, dann kriegt das so einen neuen Schwung. Da ist das schon relativ ätzend so. So, da ist Ruhe im Karton. Hier geht's wieder rauf. Da wollen wir aber jetzt noch gar nicht hin. Da schießt schon irgend so ein Bogenschütz. Oh! Vor allem, von wo? Von da oben.
Duell. Hä? Komm her, du Sau. Habt ihr das gesehen? Kommt aus der puren Dunkelheit geschlichen. Wie so ein Skelettassassine hier. Die Drecksau. Bringt gleich seinen Bruder und die ganze Familie mit. Huzza! Ja, leck mich doch am Arsch. Komm da runter jetzt, du feige Sau. Kann aber nicht wahr sein. Wo ist er denn? Den Bogen angespitzt, du Feigling, du. Schieß hier einfach ins Auge, du. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Hä? Da ist er. Komm, zeig dich! Na, warte. Dir brezel ich ja auch noch eins, du. Bam! Bing-bing-bing! Meine Fresse, hier sind wir so wieder auf dem Weg nach oben sogar. Hallo? Glaubst du denn das? Mehr Licht brauchen wir hier. Ich sehe sowieso nichts mehr hier. Wo kommen die denn her hier aus so der dunkelsten Ecke? Entspringen die Katastrophen, Jungs. Wir sind ja schon wieder ganz oben hier. Kann das denn wahr sein? Schaut mal hier. Hä? War ich hier schon mal? Panne? Ah ja, das war ein Blick in weite Ferne. Erstaunlich wenig Creeper gibt's hier. Aber Skelette. Ja, was soll ich denn sagen? Das ist, erforderte meine vollkommene Konzentration zu entdecken, dass hier nichts zu entdecken ist. Ja. Ultra spannend. So eine Höhle, immer wieder. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo ich hergekommen bin. Aber das macht ja nichts. Hier ist ja überall so hell, dass man hier wieder rauskommt. Hier ist auch so eine dunkle Ecke. Hier waren wir doch vorhin, oder nicht? Oder was? Hier bin ich doch reingekommen. Wo bin ich denn dann langgelaufen? Hier links, oder was? Und dann 50 Kilometer gefallen, oder wie? Oder wo? Nein. Bin irgendwie anders reingelaufen. Ihr wisst das wieder vom Zuschauen, ich weiß. Aber ich habe dadurch wieder völlig die Peilung verloren. Uiuiui. Ja, da unten waren wir schon überall. Traumhaft. Wir leuchten es einfach mal aus. Für was auch immer. Ein Raunen. Ein Staunen. Ein Raunen. Da gehen mir doch glatt die Fackeln aus. Ich muss neue Fackeln produzieren. Ihr seht schon, Kohle sammeln war noch nie verkehrt. Was ist das denn für ein lustiger Raum hier? Folterkammer. Fehlt ja wieder jeden Scheiß, ne? Nur nichts Brauchbares. Ist auch klar. Nehmen wir halt wieder... Nehmen wir halt wieder einfach Kohle mit. Ja, wir müssten mal ein bisschen tiefer runter. Ich war jetzt auch nur mal neugierig. Ich wollte ja eigentlich Hundis suchen und so. Und bin jetzt doch wieder mal, wie immer in Minecraft, wird man ja sozusagen genötigt, gefoltert, misshandelt, Rohstoffe mitzunehmen. Und ich denke so, ey Mensch, super. Kohle kannst du immer brauchen. Mensch, Eisen brauchst du auch immer. Irgendwann hat man so viel davon, weiß gar nicht mehr, was man noch bauen soll. Deswegen nehme ich jetzt mal hier nicht alles mit. Kohle findet sich ja auch überall. Eisen ist ja auch relativ häufig, aber da habe ich etwas schwieriger Nein zu sagen. Ich würde ja gerne mal hier so ein bisschen weiter runter. Erfahrungspunkte, lecker, lecker, ein Zombie. Ich weiß, du bist ganz alleine hier.
keiner hat dich lieb und so, ne? Ah, oh, noch mehr Zombies. Oh, der schnarcht aber einer laut. Geh kacken. Sterb. Oh, was haben wir denn hier? Noch ein Zombielein. Das klingt ja nicht so gesund alles hier. Das klingt so nach Ableben. War doch noch so ein... asozialer Drecksack. Oh, wieder trifft er mich um die Ecke oder was? Hat der wieder Stingerpfeile hier am Start oder wie? Oh, mein Schwert ist defekt gegangen. Entschuldigen Sie mich mal kurz. Ich muss mal eben um die Ecke. Deswegen habe ich auch ein Crafting Table immer so dabei, ne? Wir haben keine Sticks mehr. Machen wir eben mal welche. Deswegen habe ich auch Eisen dabei. Damit ich Hohlroller eh schon ein Steinschwert dabei habe. Wie sinnig. Crafting Table wir mit. Hier kurz hin. Hunds und Kunz in die Fresse hier hauen. Bam, bam. Ruhe ist. Im Karton. Wenn ich mal was sehen würde hier. Wer bist du denn? Komisch, reißt er die Beine raus. Solange hinter mir kein Creeper ist. Das hat sich ja geradezu angeboten. Ha, wo wir es gerade von Creeper hatten. Ja, der hat lieber ein bisschen Rabatz gemacht für nix. Hm. Wer schnarcht so spät durch Nacht und Wind? Es ist irgendein Arschloch. Hallo Creeper! Meine Fresse ist das groß hier. Ah! Zombie Maniac. Nö, dann nehme ich lieber ein bisschen Eis und verpiss mich. In die nächste Höhle. Aber sag mal, da ist aber auch verwinkelt hier, du. Jetzt hör mir aber auf, du. Das ist nicht mehr schön. Wie soll man denn so einer Sache Herr werden? Hallo, Herr Creeper. Ja, da lachst du, gell? Und tschüss. Hm. Also ihr müsst ja zugeben, das ist irgendwie seltsam, das Ding hier. Vielleicht sollten wir uns wieder verpissen. Also richtig was Geiles habe ich hier noch nicht gesehen. Außer natürlich so ein paar Creeper-Fuzzis. Aber die sind ja auch nicht geil. Die sind ja alles andere als geil. Von wo zur Hölle kam ich jetzt schon wieder her? Ach genau. Hier. Guck mal, wie lustig das hier ist. Also auf jeden Fall sollte man hier bei der Gelegenheit auch schon mal so ein paar Schienen mitnehmen. Da habe ich auch letztes Mal schon die ganzen Zäune her. Da kann man auch schlecht Nein sagen irgendwie. Muss ich jetzt aber auch mal sagen. Wenn das schon so sozusagen Schlaraffenland-mäßig... Hey. Was war das? Hallo? Mutti? Bist du das?